Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Bibellesung. Heute werde ich das 21. Kapitel der Apostelgeschichte vorlesen. Am gestrigen Tag haben wir ja davon gehört, wie Paulus ja nochmal durch Griechenland gereist ist und sich schließlich von der Gemeinde in Ephesus tränenreich sozusagen verabschiedet hat. Und nun geht es dann auf den Weg nach Jerusalem und jetzt ist auch wieder Lukas dabei, also viel von wir und uns ist die Rede und man merkt auch sofort, werden Sie wahrscheinlich auch merken und du wirst es auch merken, der Bericht ist dann gleich auch ein bisschen detaillierter. Als wir uns schweren Herzens von den Gemeindeleitern aus Ephesus verabschiedet hatten, segelte unser Schiff direkt nach Kos. Am folgenden Tag erreichten wir Rhodos und dann Patara. Dort gingen wir an Bord eines anderen Schiffes, das nach Phönizien segeln sollte. Bald sahen wir in der Ferne die Insel Zypern, segelten aber südlich an ihr vorbei zur syrischen Hafenstadt Tyrus, wo die Ladung des Schiffes gelöscht wurde. In Tyrus besuchten wir die Gemeinde und blieben eine Woche dort. Diese Christen warnten Paulus mehrmals davor, nach Jerusalem zu reisen, denn so hat es ihnen der Heilige Geist aufgetragen. Aber am Ende der Woche gingen wir dann doch zu unserem Schiff. Dabei begleiteten uns alle, samt Frauen und Kindern, bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, gingen wir an Bord des Schiffes und sie kehrten in die Stadt zurück. Von Tyrus kamen wir dann nach Ptolemais. Auch dort besuchten wir die Christen, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Von Ptolemais ging es zu Fuß weiter nach Caesarea. Dort wohnten wir im Haus des Evangelisten Philippus, einem der sieben Diakone. Die vier Töchter des Philippus waren unverheiratet geblieben und redeten in Gottes Auftrag prophetisch. Wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an Agabus und auch an Philippus. Die kamen relativ zu Beginn der Apostelgeschichte schon einmal vor. Mit dem Gürtel des Paulus fesselte er sich Hände und Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso wird der Besitzer dieses Gürtels in Jerusalem von den Juden gefesselt und an Menschen ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Da bestürmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber antwortete nur, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem fesseln und ins Gefängnis werfen zu lassen, ich bin auch bereit, dort für Jesus, den Herrn, zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Also hier wird es immer deutlicher, die Warnungen werden intensiver auch. Auch Lukas, der das ja aufgeschrieben hat, schließt sich den Warnenden an. Aber Paulus macht klar, er ist bereit, das alles auch hinzunehmen, was mit ihm passieren wird. Bald darauf reisten wir nach Jerusalem. Einige Brüder aus Caesarea begleiteten uns. Sie führten uns zu Mnason, der aus Zypern stammte und einer der ersten Christen war. In seinem Haus sollten wir übernachten. Von der Gemeinde in Jerusalem wurden wir herzlich aufgenommen. Am Tag nach unserer Ankunft ging Paulus zu Jakobus. Auch alle Leiter der Gemeinde hatten sich bei ihm versammelt. Hiermit ist wieder der Bruder von Jesus gemeint, der ja auch Jakobus hieß. Paulus begrüßte sie alle und berichtete ausführlich, was Gott durch seine Arbeit unter den Nichtjuden getan hatte. Darüber waren alle froh. Sie lobten und dankten Gott. Dann aber sagten sie, du weißt, lieber Bruder, dass Tausende von Juden zum Glauben an Jesus gekommen sind und jeder von ihnen befolgt streng die Gesetze des Mose. Man hat nun von dir berichtet, du würdest die Juden außerhalb Israels lehren, nicht mehr nach dem Gesetz zu leben. Sie sollten zum Beispiel ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen und die Ordnung unseres Volkes missachten. Was sollen wir jetzt tun? Sie werden auf jeden Fall erfahren, dass du in Jerusalem bist. Wir möchten dir deshalb Folgendes raten. Hier sind vier Männer, die ein Gelübde einlösen müssen. Schließe dich ihnen an und erfülle alle vom Gesetz geforderten Reinigungsvorschriften, wozu ja auch gehört, dass sie sich die Haare schneiden lassen. Wenn du dafür die Kosten übernimmst, werden alle sehen, dass an den Gerüchten über dich nichts Wahres ist und du gewissenhaft das Gesetz befolgst. Wie die nichtjüdischen Christen leben sollen, haben wir ja schriftlich geregelt. Wir haben damals entschieden, dass sie kein Fleisch von Tieren essen dürfen, die Götzen geopfert wurden.
Sie sollen kein Blut verzehren und kein Fleisch von Tieren, die nicht völlig ausbluteten. Außerdem sollen sie keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Paulus nahm ihren Vorschlag an. Also nicht, weil er das für besonders gut hält, aber es erscheint ihm dann doch auch vernünftig, dass aufgrund der möglicherweise doch aufgeheizten Stimmung auch in Jerusalem, das weiß man auch aus nichtchristlichen Berichten, dass gerade im Mitte und Ende der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts die Situation da schon auch kritisch war. Die römischen Statthalter wurden immer brutaler und grausamer gegenüber den Juden und da gab es eben auch Widerstände. Und nun auch noch eine Gruppe, die sich zum Teil abgespalten hat und eine Gemeinschaft aus Juden und Nichtjuden gebildet hat, das sind ja die Christen letztlich, war dann ja zusätzlicher Zündstoff, sage ich mal so. Am nächsten Tag erfüllte er die Reinigungsvorschriften und ging dann zusammen mit den Männern in den Tempel. Dort meldeten sie dem Priester, dass sie ihr Gelübde erfüllt hatten. Nach der vorgeschriebenen Zeit von 7 Tagen sollte dann für jeden von ihnen ein Opfer dargebracht werden. Die 7 Tage waren fast vorüber, als einige Juden aus der Provinz Asia Paulus im Tempel wiedererkannten. Sie wiegelten das Volk gegen ihn auf, packten ihn und schrien: Helft uns, ihr Männer aus Israel! Das ist er, der überall gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Und nicht genug damit, er hat sogar Griechen in den Tempel gebracht und dadurch diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten nämlich Paulus zusammen mit dem Griechen Trophimus aus Ephesus in der Stadt gesehen und nun vermuteten sie, Paulus habe ihn auch mit in den Tempel genommen. Ganz Jerusalem geriet in Aufruhr. Die Menschen liefen zusammen, sie griffen Paulus und zerrten ihn aus dem Tempel, dessen Türen man eilig schloss. Also, die Probleme fangen jetzt richtig an. Die Menge war nahe daran, Paulus umzubringen, als dem Kommandanten der römischen Garnison gemeldet wurde, die ganze Stadt ist in Aufruhr. Mit einem Trupp Soldaten und einigen Offizieren lief er sofort zum Tempelplatz. Als die Menge den Kommandanten und die Soldaten sah, hörte sie auf, Paulus zu schlagen. Der Kommandant nahm Paulus fest und ließ ihn mit 2 Ketten fesseln. Also da erfüllt sich schon die Vorhersage von Agabus. Anschließend fragte er die aufgebrachte Menge, wer dieser Mann sei und was er getan habe. Aber die einen schrien dies, die anderen das, und der Tumult war so groß, dass er letztlich überhaupt nichts erfuhr. Deshalb befahl der Kommandant, Paulus in die Festung zu bringen. Auf den Treppenstufen dorthin mussten die Soldaten Paulus schützen, um ihn vor der wütenden Menge zu schützen. Die Leute tobten: Weg mit dem, bringt ihn um! Ah, es ist unglaublich, was da für eine aufgeheizte Stimmung ist. Also, dass man sogar bereit ist, Paulus umzubringen. Als man Paulus gerade in die Festung bringen wollte, sagte er zu dem Kommandanten: Kann ich kurz mit dir sprechen? Du sprichst Griechisch? Fragte dieser überrascht. Dann bist du also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit in der Wüste 4000 bewaffnete Rebellen um sich sammelte und einen Aufstand anzettelte? Interessante Theorie. Aber naja, das ist dann die römische Sicht. Friedliche Juden und Aufrührer. Also das sind sozusagen die wichtigen Unterscheidungen, die die machen. Alles andere interessiert die dann offensichtlich auch nicht. Nein, erwiderte Paulus, ich bin ein Jude aus Tarsus und ein Bürger dieser bekannten Stadt in Zilizien. Bitte erlaube mir, zu den Leuten zu reden. Der Kommandant willigte ein. Vielleicht denkt er ja, dass Paulus irgendwie in der Lage ist, die Stimmung wieder zu beruhigen. Paulus blieb auf der obersten Treppenstufe stehen und gab dem Volk mit der Hand ein Zeichen, dass er etwas sagen wollte. Nachdem sie sich beruhigt hatten, sprach er auf Hebräisch zu ihnen, also in ihrer Sprache. Ja, und damit endet auch das 21. Kapitel. Wer wissen will, wie es weitergeht, muss entweder selber nachlesen oder bis Donnerstag warten, dann mache ich weiter. Ja, schön, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Jetzt gibt's wieder Musik. Helge Richter spielt uns ein modernes Stück vor. Es ist eine Mischung aus 2 verschiedenen Stücken und heißt Freie Wahl bzw. Komm, du Geist der Wahrheit. Und Sabine Zeller liest den Text dazu vor. Viel Spaß dabei und bis Donnerstag. Tschüss! Der Wahrheit und kehre bei uns.
Was kann uns noch begeistern in geistesarmer Zeit? Wir lassen uns verkleistern in Schunkelfröhlichkeit. Die Geister, die wir riefen, sind wir noch längst nicht los. Auch wenn sie manchmal schliefen, wir sind so gerne groß. Wo liegen unsere Grenzen in grenzenloser Zeit? Wer trägt die Konsequenzen für alles Machbarkeit? Die Geister, die wir rufen, die kennen wir noch nicht. Wir nehmen große Stufen und spielen Weltgericht. Wo bist du, Gottes Himmel? Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum,